habe mir auch schon die Frage gestellt, wo bleibt er eigentlich? Aber zack, war er da. Rafet Erdoğan featuring Ezo, oder andersrum. Ezo featuring Rafet Erdoğan. So ein Deutsch-Türke wie wir halt. Wer? Rafet. Stimmt, Köln, ne? Nein, Wiesbadener, glaube ich. Irgendwo Frankfurt, da unten. Nee, nee, in NRW, glaube ich. Irgendwo Hessen da. Wiesbaden müsste er sein. Wurscht. Guter Künstler. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sitzen darf. Nochmal. Again. Genau. Was war das? Ja. Erstmal ging es doch um Fotos, oder irre ich mich? Ja, doch. Es war eine Fotoausstellung, die ich gemacht habe. Zwischenkultur hieß das. Und dann haben wir hier 2011, 2012. Irgendwie sowas. Hier? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich einen Film gemacht danach. Ich glaube, dass ich sogar bei dir in der Sendung gesagt habe, dass ich jetzt als nächstes einen Film mache. Stimmt. Hattest über den Brandanschlag von Solingen. Richtig. Dann war das und jetzt habe ich einen ganz neuen Film gemacht. Ja. Genau, Leidenschaft, Leidenschaft. Warum eigentlich dieser schwierige Titel Demi, Mama? Warum diese Überschrift? Ist so eine Selbstreflexion ein bisschen. Ich habe auch Rapmusik gemacht, ganz früh angefangen zu rappen. Und dann hat man sich thematisch mit so, beziehungsweise hat man sich mit bestimmten Sachen auseinandergesetzt. Und jetzt mache ich das filmerisch mit, mit diesen Themen. Und ich habe dann, die Frage für mich war, gibt es da so ein gewisses Leidensprozess, das mich zu diesem Schaffen bringt? Und ist es bei anderen genauso? Das ist so ein bisschen so ein Beweggrund und so die Schnittstelle mit den Interviewpartnern zum Beispiel gewesen. Weißt du, was ich aber dachte, als ich die Überschrift das erste Mal gelesen habe? Ich habe einen Fehler gemacht, oder was? Nein, nein. Das ist vielleicht noch ein Teil meiner anatolischen Wurzel. Bei Leidenschaft war das Erste, woran ich dachte, Arabesk. Frag mich nicht, warum. Verstehst du, was ich meine? Ich finde das sehr interessant, weil der Film hat einen sehr gewissen Arabesk-Charakter, nicht unbedingt musikalisch, sondern an die Herangehensweise, an die Thematik. Okay. Da ist eine starke Melancholie, die da so die den Film begleitet, was auch viel mit meiner Person zu tun hat. Bist du denn grundsätzlich ein melancholischer Mensch? Ich stehe auf Melancholie, ja. Also ich mag das. Also ich mag melancholische Musik. Das, was gerade lief, jetzt nicht unbedingt, aber ich habe einen Drang dazu und ich habe irgendwie filmerisch das so dann irgendwie so auch den Drang gehabt, das so anzugehen, weil da so ein gewisses negatives Ding gewesen ist, was kommuniziert wird am Ende. Auch wenn das als Endprodukt vielleicht recht positiv, recht musikalisch ist, ist da so ein gewisser Schmerz eigentlich, dass vielleicht sogar therapiert wird. Das wollte ich auch gerade fragen. Leidenschaft bedeutet auch Schmerz. Ja, das bedeutet ja, dass man Dinge erlebt hat, die einen immer noch verfolgen. Und dieser Prozess habe ich bei einigen Sachen, guck mal, ich sehe das an meinem eigenen Dasein, dass man so ein Gefühl hat, es ist immer noch da. Ja. Weil hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir quasi Kinder und Enkel einer Gastarbeitergeneration sind? Ja klar, jeder hat für sich etwas, an dem er arbeitet. Identitäre Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt, da muss man nicht unbedingt in einem anderen Land geboren sein in dem Sinne. Bei mir ist es natürlich die Identifikationsfrage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, sowie bei Zwischenkultur, wie auch bei dem Solingen-Film 93/13, den ich gemacht habe und bei diesem Film immer noch. Und ich habe letztens der Musiker, der auch in meinem Film dabei ist, der Chefcat, ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist, mit ihm auch darüber geredet, weil er auf seinem letzten Album einen Song hatte, das sich so thematisch damit auseinandergesetzt hat. Und jetzt auf dem neuen Album auch, das er auch für den Film gemacht hatte. Und deswegen haben wir darüber geredet. Und er meinte, ja, eigentlich hatte ich so mit dem anderen Song mit der Thematik abgeschlossen. Ich wollte eigentlich nie wieder darüber schreiben. Und dann meinte ich dazu, ich glaube, das wird so nie aufhören. Ich glaube, in jedem deiner Alben wird ein Track auftauchen, wo du das so ein bisschen ansprechen wirst, wo du da so ein bisschen dich damit auseinandersetzt, weil es ist ein Prozess, das hört nicht auf. Ist nicht so, dass du 25 bist und raus aus der Sache bist. Du wirst dann anders konfrontiert, hast dann angefangen zu studieren oder bist in der Arbeitswelt oder was auch immer, wirst dann anders damit konfrontiert. Nicht nur unbedingt negativ, also es soll sich jetzt nicht nur so negativ anhören, aber man wird sich da immer mit auseinandersetzen. Das ist, macht ganz viel von mir aus. So. Wenn ich nicht hier geboren wäre, als mit türkischem Background, hätte ich eine Ausstellung und zwei Filme weniger und ich würde hier nicht sitzen.
Deswegen ist es... ist ein gutes Argument. Es ist nicht ansatzweise etwas Negatives. Es ist definitiv Leidenschaft. Und das ist das Schöne an diesem Wort. Leidenschaft, du brichst es auseinander, es sieht super negativ aus und dann machst du ein F weg, packst es wieder zusammen, es ist super positiv und man ist super dankbar, dass es dann doch so ein so etwas gibt, das einen antreibt. Ja, du hast auf jeden Fall recht, weil du ja auch noch sagst, ja, ich würde da nicht hier sitzen. Ich glaube, wenn ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen würde, würde es die Sendung gar nicht geben. Ja. Doch mal ganz abgesehen. Leidenschaft bedeutet aber auch auf der anderen Seite, sich selbst und auch Dinge und Personen mit negativen Dingen zu konfrontieren. Müssen wir das eigentlich? Können wir auch nicht irgendwann wirklich mal einfach abschließen und sagen, so bis hierher und ich muss ja nicht jeden Tag darüber reden. Ich habe zum Beispiel manchmal die Nase voll davon zu reden, weil du permanent danach gefragt wirst. Ja. Du wirst permanent danach gefragt, sag mal, wie ist das dann bei euch? Mhm. Das euch ist für mich schon manchmal ein Problem. Ich sage, welches euch? Das ist aber dann erkenne ich mich ja wieder, wenn ich im Gespräch bin und sage, ja, bei uns ist das so. Ja. Und dann stellen die anderen die Frage, wer ist jetzt uns? Ja, 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 ich weiß, weißt genau, du, was du meinst. Es hat schon so einen Charakter, dass das dann so einen ein bisschen nervt. Und meistens ist das ja auch nicht böse gemeint, wenn man sich austauscht. Aber man ist dann schon vielleicht davon genervt. Aber ich finde es ganz wichtig, es geht ja um Kommunikation. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass ich meinen Standpunkt irgendwie festlege und dann auch von mir oder von uns oder wie auch immer erzähle, damit derjenige mir gegenüber Bescheid weiß. So darum geht es. Und dann mach ich einen Film, der dann hoffentlich jetzt bald im TV läuft. Und dann habe ich meinen Standpunkt festgelegt, habe kommuniziert und hoffe, dass dann andere Fragen gestellt werden. So läuft das. Ja, so läuft das. Bei uns läuft es weiter mit dem nächsten Clip des Abends. Der kommt nämlich jetzt von Gülben Ergen. Den schauen wir uns mal an. Bitte schön. Ja, so sieht's aus. Wir dachten, wir suchen uns heute Abend Songs aus, die Wahnsinn. Auch zur Überschrift passen. Wahnsinnig. Und auch zu deinem Sternzeichen. Ja, ist so. Du bist ja Fisch, bist ja eine relativ eine Heulsuse eigentlich so, ne? Ja, ich habe nah am Wasser gebaut. Wahnsinn. Wahnsinn. Bei uns läuft's. Aber ist ja nicht schlimm. By the way, der junge Künstler, der da mitgesungen hat mit Gülben Ergen, der Osan, ich vergesse mal seinen Familiennamen. Coach ist Comedian. Ganz gut auch. Und hat eine Top-Stimme. Du hast gerappt. Guck mal, darüber haben wir uns noch nie unterhalten. Das wusste ich wirklich nicht, dass du gerappt hast. Doch, doch. Haben wir uns darüber unterhalten? Damals habe ich dir auf jeden Fall ein paar Sachen geschickt. Ja? Dass du gerappt hast? So Ghetto-Dings oder was? Wir haben ganz klassisch angefangen, haben dann über Sachen erzählt, die nicht so waren. So wie, weil man, glaube ich, denkt, dass es so sein muss. Ja. Und dann mit dem Alltag kamen dann natürlich ein paar Themen schon rein. Und wir wurden dann immer musikalischer und haben dann auch immer so mehr. Wir haben Jazz ein bisschen für uns entdeckt, immer mehr Jazz-Elemente, viel so Saxophon, Trompete, Drums und so. Haben auch. Ich habe vor kurzem was gemacht. Okay. Mit einer Rapperin, die auch in meinem Film zu sehen ist, Ebro aus München. Wir haben zusammen einen Song gemacht, vielleicht interessant für den einen oder anderen. Pyramide heißt der Song. Okay. Und weil sie das Y nicht aussprechen können oder warum? Wie? Ach so, nö, wir haben, du weißt doch, Wortspiele, ja? Ich weiß. Du weißt, ist mein Ding. Ich weiß. Ist das auch der Grund dann für das Thema, für den Inhalt gewesen von Leidenschaft, von der Doku, Hip-Hop? Aufgrund deiner eigenen Hip-Hop-Affinität? Ja. Ich fand, Hip-Hop hat so einen guten Blick angeboten, um das so auf die Gesellschaft zu projizieren. Mhm. Du hast da jeden möglichen Typen gehabt und es ist halt ehrlich. Weil es ist ehrlich, ja, weil ich mich darin wiedersehen kann. Und ich kann das, was in mir drin ist, kann ich am besten weitergeben. Also wenn ich gesagt hätte, komm, mach so einen Film in der Punk-Szene, wo ich überhaupt nicht drin bin, gar nicht empfinde, weil gar nichts über die Geschichte weiß und so weiter, dann ist das eine Geschichte, die ich von außerhalb erzähle und die wäre dann nicht so gut transportiert, glaube ich. Das stimmt. Aber bevor wir unsere Gäste und unsere Zuschauer in diesem Falle immer mehr auf die Folter spannen, haben wir hier ein kurzes Video für euch. Hat Mirza extra nur für euch zusammengeschnibbelt. Quasi so ein kleines Highlight von der Doku Leidenschaft. Hip-Hop aus Deutschland. Bitteschön. Ist ganz interessant mit zu beobachten und die sprechen ja auch viele Themen an, die halt auch präsent sind in Deutschland. So, es ist die harte Realität, manchmal natürlich sehr überspitzt, aber es gibt natürlich sehr viele Missstände und wenn man als
Conscious Rapper darüber spricht, hören da einem vielleicht nicht so viele zu, wie wenn man polarisiert einfach so. Also ich hätte aus Deutschland viel mehr gewissenhaften Shit erwartet auf jeden Fall. Ich hätte den Conscious Shit aus Deutschland erwartet, aber Leute, die Conscious Rap gemacht haben, wirklich, die wurden einfach unter den Teppich gekehrt, weil es nicht interessant genug ist. Je mehr du degeneriert bist, je mehr du korrupt bist, desto mehr Anklang findest du beim jungen Publikum, und das macht mir wirklich Angst. Ich habe schon mal zum Beispiel letztens eine Sendung gesehen, in der Texte von Bushido vorgelesen wurden, wie viele Schimpfworte er ausspricht. Es ging schon ziemlich lang. Und da sieht man, dass es eigentlich so funktioniert, weil keiner spricht über meine Texte oder über einen Text von jemandem, der was voll Positives erzählt hat. Das lesen sie doch nicht davor. Das ist halt das Problem an der Sache. So. Man guckt eher zum Unfallort so, und löst einen Stau aus. Das ist so, das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner bei den Jugendlichen. Und da kannst du im Internet sehen, solche Sachen haben immer die meisten Likes, die meisten Klicks. Und daran siehst du, das ist eigentlich keine Aussage, sondern so eine Frage von denen. Daran siehst du nämlich den Zustand, in dem die sich befinden, nämlich in dem Selbstfindungsprozess. Irgendwann mal wurde ich bei einem Workshop, wo ich selber als Teilnehmer war, wurde ich gefragt, warum machst du diese Arbeit? Ich meinte, ich sehe mich immer als 15-Jährigen, 14, 13, wie ich da saß vor dieser Klasse, und dann kommt der Lehrer und fragt, wer liest irgendwie Bücher, und ich melde mich und er guckt mich an und sagt, ja, ich meine nicht nur den Koran. Und das sind so eine Sache, natürlich hat das mich geprägt und natürlich ist es drin. Ich könnte auch nicht mal ohne die Arbeit das machen. Ich stecke eine andere Leidenschaft rein. Und du musst immer dabei sein. Irgendwann hast du dann nichts mehr zu erzählen, weißt du? Das ist halt der Unterschied. Von Hip-Hop-Leben, ich bin Hip-Hop, ich lebe Hip-Hop und solche Sachen. Das ist der feine Unterschied, Bruder. Ich bin der Wahre, ich lebe das wirklich, wie du siehst. Ich bin wirklich pur von ganzem Herzen, von Blut. Ich kann nicht weg, ich will weg, aber es geht nicht. Er lässt mich nicht. Leidenschaft, ein kurzer Ausblick und Einblick über die Dokumentation von Mirza Odabashi. Jetzt müssen wir aber den Zuschauern nochmal sagen, wann können wir es eigentlich ganz sehen und wo? Ganz sehen kann man ihn am 13. April auf ARD 1 Festival um 21 Uhr. Da ist die TV-Premiere. Vorher gab es ganz viele Kinoaufführungen, die ich gemacht habe, auf diversen Veranstaltungen gezeigt. Das habe ich hinter mir, so sah 2015 aus. Mhm. Und jetzt auf ARD 1 Festival am 13. April cool. Um 21 Uhr. Es sind 45 Minuten und dann ist es noch 2 Jahre auf der 1 Festival Mediathek abzurufen. Also der Film verschwindet dann nicht. Aber genau, das ist der Stand der Dinge. Also einfach mal reinschauen und den Tag vielleicht schon mal im Kalender notieren. 13. April, richtig? Ja. Warte kurz, Bech, 7, das müsste ein Mittwoch sein. Ja, es ist ein Mittwoch. Na, dein Bilio? Stimmt, hast du da irgendwo einen Geburtstag? Oder so sieht's aus, am 14. April, Dienstag, habe ich Geburtstag. Muss ja einen Anker haben, damit du dann... So sieht's aus. Ja, Geburtstag, da werde ich ja endlich 30. Schon wieder? Ja, das vierte, jedes Jahr. Das vierte Mal. Das 200. Mal. Nein, aber jetzt, die Doku, wie lange hast du jetzt eigentlich daran gearbeitet? Wie lange arbeitet man grundsätzlich an so einer Doku? Also ich sag mal so, wenn es ein Auftrag wäre, ja, man mir Geld auf den Tisch geschlagen hätte und gesagt hätte, wir wollen so einen Film haben, dann wär das in 2-3 Monaten fertig zu machen. Aber da ich eine arme Socke bin, und einfach aus emotionalen Gründen die Kamera nehmen und mich auf den Weg machen, um mit Menschen zu sprechen. Das heißt, du hast alles selber gedreht? Ja, natürlich. Ich habe auch selber geschnitten. Es ist eine One-Man-Show. Farbkorrektur, teilweise echt? Musik. Ja. Weißt du, was das mal das Geile ist? Wenn du solche Videos siehst und diese Doku siehst, dann denkst du, boah, so alle Arte-mäßig, bestimmt mit 50 Mann und 2 Bossen so durch die Gegend gekarrt. Nee, so. Im Normalfall arbeitet da ein Team. Ja, aber qualitativ sieht das aber so aus. Das, Respekt das, und das muss ich dir aussprechen. Das ist sehr nett, das kann man aber auf Dauer nicht machen. Bestimmt Ich weiß nicht, ob ich je wieder sowas mache.
um ehrlich Echt zu sein. Jetzt? Ja, das ist sehr anstrengend. Deswegen hat es auch fast 2 Jahre gedauert, bis es komplett fertig war. Und ich habe die Premiere gemacht in Köln, habe den Film zum ersten Mal gezeigt und war mega unzufrieden mit dem Film. Und es war immer noch nicht fertig. Ich war super unzufrieden. Echt? Ja, du kommst da nicht raus. Du kannst den Film ja nicht mehr sehen. Du hast den Film irgendwann. Du sitzt am PC, willst dann irgendwas verändern, aber du könntest kotzen. Du hast ja irgendwann dein Problem, weil du jeden Tag damit verkehrst einfach. Hätte man vielleicht nicht einfach auf Pause drücken können und keine Ahnung, 2 Monate später da nochmal reinschauen können? Ja, das ist auch passiert, weil ich dann einen Auftrag reinbekommen habe und dann arbeiten musste 2 Monate lang. Das ist dann natürlich auch passiert. Aber passt das doch vielleicht. Aber unterm Strich gab es dann sehr intensive Phasen und dann kurz vor der Premiere, wo du den Film beendest und so die letzte Abnahmephase, da hast du im Kreis gekotzt. Ja, kann man echt sagen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Und deshalb kommt jetzt die Werbung. Bitte schön. Ja, willkommen zurück bei Orient Tonight. Ich habe schon Luft geholt, weil ich dachte, die Grafik kommt schneller gleich. Melissa Oderbasch ist noch weiterhin an unserer Seite. Und das Thema am heutigen Abend, liebe Freunde, ist unter anderem ein Wort, mit dem wir uns sehr stark auch identifizieren. Ja. Ja, Leidenschaft, Leidenschaft. Also Leidenschaft, Leidenschaft. Ich glaube, dieses Leidenschaftliche ist ja auch etwas, was uns ja auch fortbewegt, ne? Oder voranbringt. Ja. Was wäre wohl der Mensch ohne Leidenschaft, frage ich mich. Roboter? Das muss langweilig? Ich glaube, das muss sich jeder mal die Frage stellen, ob mit Migrationshintergrund oder ohne. Definitiv. Mit seiner Leidenschaft, wenn er oder sie es für sich nicht entdeckt hätte, so was dann? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz elementäre Geschichte, so, die jeder für sich entdecken muss und wahrscheinlich auch tut. Also ich frage mich zum Beispiel, wenn ich nicht in Deutschland geboren wäre, sondern in der Heimatland meiner Familie, hätte ich Fotografie, Film, Musik, diese Geschichten für mich entdeckt, auch wenn es irgendwie charakterbedingt ist, auch wenn man vielleicht affin ist, kunstaffin ist oder was auch immer. Fotografie, Film oder Musik? Also würde man damit zum Beispiel in der Türkei durchstarten oder whatever? Also ja, unabhängig davon, also wenn du Fotograf wärst, dann wärst du im Knast. In der Türkei? Kommt drauf an, was du fotografierst. Ja, natürlich kommt es drauf an, aber die Wahrscheinlichkeit ist gerade sehr hoch. Ja, ja gut, wenn man so einen Anspruch hat, landet man vielleicht im Knast, das stimmt schon. Wärst du ein anderer Typ? Was für ein anderer Typ wärst du gerne? Guck mal, wenn du schon sagst, du setzt dich mit diesem Thema auseinander, das hast du 2 Jahre gemacht. Und zwischendurch hattest du ja die Nase voll, sagst du. Gab es wirklich so Momente, wo du auch dachtest, vor 5 Jahren hätte ich mich doch für was anderes entscheiden sollen? Nee. Ich habe ganz früh gemerkt, ich habe mein Leben lang wusste ich, dass ich nichts machen kann. Ja? Das hört sich super scheiße an, aber in der Schule wusste ich, alles, was mir als Alternative angeboten wird, das werde ich alles niemals machen können. Ich werde niemals um 5 Uhr morgens aufstehen, irgendwo arbeiten. Ich werde niemals in einem Restaurant arbeiten. Ich werde niemals, handwerklich bin ich nicht begabt. Ich werde niemals Lehrer. Ich werde niemals das. Ich hatte ganz viele Optionen, die niemals in Frage kamen. Und dann kam vom Himmel eine Canon-Kamera, nein, Schuss. Aber irgendwann habe ich es für mich entdeckt. Kann und natürlich auch eine andere Marke sein, muss ja nicht unbedingt Canon sein. In meinem Fall war es tatsächlich Canon. Ja. Und so hat. Also, hast du Geld von denen oder warum sagst du das jetzt? Nee, aber ich kann dir die Flyer mal geben. Darf ich nicht? Darf man nicht? Was darfst du nicht? Die Marke? Ja, doch, aber da müssen wir immer auch gleich die anderen mit einbringen. Nicht, dass es dann rüberkommt, als würden wir Werbung machen. Okay. Oder wir machen ein Wortspiel draus und sagen, wir kennen uns. Und du weißt, Wortspiele. Und darin bist du Meister. Die Hälfte der Gage kriege ich bitte. Ist meine Sendung. Ich muss auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Man aber kann auch. Ja, nee. Aber das, ich glaube, da sind wir uns echt sehr ähnlich. Weil bei mir zu meiner Schulzeit war es nicht anders. Ja. Bis ein Mathe-Nachhilfelehrer zu mir kam. Damals habe ich Mathe-Nachhilfe gehabt, weil ich war ja in Naturwissenschaft ein miserabler Schüler. Ich sag das oft, aber es war wirklich so. Da kam mein Mathe-Nachhilfelehrer und hat mich auf die Bühne geschubst. Weil in der Schule damals hat ein Moderator gefehlt. So eine Abschlussveranstaltung. Und dann guckt er mich so an, ich war 15 oder so. Ich sag, du kannst das so. Ich hab's noch nie gemacht. Aber da wusste er das, glaube ich. Dann hat er mich richtig so auf die Bühne geschubst, hab das Mikro genommen und dann hab ich Rock'n'Roll. Hab ich einfach losgelegt. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe eines Lehrers, ja? Also, das war mein Nachhilfelehrer, Student. Perfekt. Geiler Typ. Perfekt. Ne? Und das sind so Momente, mir fällt jetzt explizit nichts ein, wo ich da vielleicht mich jemand sinnbildlich auf die Bühne geschubst hat. Aber genau das sind diese Momente, wo man gewisse Sachen für sich entdeckt. Hm. Und ja,
Ja. Ja. Ah ja, es macht mir immer Spaß. Es ist mir eine Ehre, dass du wieder da bist, muss ich sagen. Mir sehr gerne. Ich bin immer sehr gerne hier. Ich freue mich. Der nächste Clip des Abends steht an. Ich glaube, der kommt diesmal von Frau van der Nett. Bitte schön. Jetzt ist nicht traurig. Ja. Immer nach Hannibanas, sagt Hande Yenesh, die in den 90ern ihren ganz, ganz großen Durchbruch hatte. Wir haben sogar eben gerade noch überlegt, wie der Song damals hieß. Du hast überlegt. Oh, yeah. Ich habe nichts damit zu tun. Ich hänge mal an solchen. Ist nicht so deine Mucke, ne? Ich bitte dich. Du Hip-Hopper, du. Nein, ich bin nicht so krass auf Hip-Hop. Hip-Hop ist eine wichtige Sache in meinem Leben, aber wenn du in meine Playlist reingucken würdest, wirst du alles möglich finden. Aber Hande Yenesh nicht. Wie hast du eigentlich, was war so der Beweggrund oder wie hat Leidenschaft eigentlich angefangen, also die Doku? Kann ich dir gerne sagen. Wo war der Punkt? Ich habe, da wo wir jetzt über Musikgeschmack reden, so diese 90er Jahre, Ende 90er, 2000er Jahre, Berliner, türkischer Rap aus Berlin hat mich sehr geprägt. Dazu gehören so Leute wie Killer Hakan, Bektaş Sırtlan, Fuat, diese Repustat-Phase. Mhm. Und ich war dann so raus aus dem Solingen-Projekt und saß im Auto und habe mir das Repustat-Album gehört. Kartell hast du aber nicht aufgezählt, ist das Grund? Da war ich ein bisschen zu jung für Kartell. Okay. Also ich habe so bei Kartell eher Stimmt, Kartell war sogar Anfang der 90er noch, ne? Ja, Kartell habe ich mitbekommen. Ich habe es auch gehört, als ich älter wurde, so ein paar Jahre später. Mhm. Ich habe ja auch mit in dem Solingen-Film mit RG, auch das Interview geführt. Und aber so richtig mein Herz war so richtig so dieses Berliner Repustat, Killer, Comfort und die ganze Schiene. Und die haben halt viel auf Türkisch gemacht. Und ich habe mir dann Jahre später das Album im Auto angehört und wusste, okay, ich mache was über Killer Hakan. Ich hatte gar nicht eine Idee über einen Film, sondern ich wollte was über Killer Hakan machen. Hab da beim Management kontaktiert über Facebook, bin dann dahin gefahren, hab mit ihm angefangen zu drehen und dann gab es da eine elementäre Aussage von ihm. Und zwar ging es darum, ich habe ihn natürlich gefragt, wie er mit Hip-Hop in Berührung gekommen ist und der hat mir erzählt, als die Amis besetzt haben damals Berlin, während der Mauer. Direkt an der Mauer in Kreuzberg haben die ganzen amerikanischen Soldaten Breakdance getanzt auf den Straßen und die ganzen Kanacken-Kids, sage ich mal jetzt, haben sich das auf der anderen Straßenseite angeguckt und haben gesagt, ey, das ist geil, das fühlen wir. Dann hat der Amigo, der in meinem Film ist, der Mitbegründer von Flying Steps, Kadir Amigo Mimisch, hat dann zum Beispiel erzählt, wie die in normale Clubs und Cafés nicht reingekommen sind und dann nur in Clubs waren, wo britische und amerikanische Soldaten waren. Dort lief nur Hip-Hop. Also, krass. Und als ich diese Auseinandersetzung hatte mit dieser Thematik, habe ich gesehen, eine Art von Diskriminierung und Ausgrenzung hat diese Leute in diese Kultur geschubst. Und das ist so, was für mich so mir die Augen geöffnet hat. So, mit Killer Hakan habe ich dann den Sprung in diese Thematik gemacht. Kadir Amigo Mimisch kam dazu. Dann brauchte ich zu dieser ganzen Gangsterschiene ein Ausgleich. Dann habe ich Chefcat bei Facebook angeschrieben. Oh Gott, Gott segne Facebook. Habe ich Chefcat bei Facebook angeschrieben. Ja, und dann danke, Herr Zuckerberg. Dann Zuckerjunge. Und dann hat der Mach nochmal eine Million, was? Ja. Und habe ich mit Chefcat das Interview gemacht und dann über Chefcat kam Materia. Ich habe Chefcat auf der Materia-Tour begleitet. Dann saßen wir alle am Essen. Materia hat gefragt, hey, was machst du? Wer bist du? Ja, guck mal, ich mache dies und das. Ich mache gerade einen Film. Hat von alleine vorgeschlagen, mit dabei zu sein. Meinte, ich kann dir die DDR-Perspektive mit einbringen. Das ist krass. Ich so, super, genau das brauche ich. Die andere Seite der Mauer brauche ich auch unbedingt. Und ja, und dann sind da so viele verrückte, verschiedene Leute dazugekommen. Cello und Abdi. Hülya Aslan, eine super Tänzerin, Flocky, ein super geiler Tänzer, wen habe ich noch? Fuat, natürlich in Istanbul, ist dazugekommen. Ja, das sind 18, Echo, oh mein Gott, natürlich, es sind insgesamt 18 Leute. Grüße an Echo. Echo Fresh und dann ganz elementärer Teil des Films ist, dass da zwei Akteure, die verstorben sind in der Hip-Hop-Gemeinschaft, die ganz wichtig waren, vor allem in Berlin. Bo B sagt hier bestimmt was, Islamic Force. Klar. Um ihn geht es da in einem wichtigen Teil des Filmes, das so ein bisschen so gewidmet an die Hip-Hop-Helden, sage ich mal, und Maxim, der auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ich will da jetzt nicht zu viel vornehmen, okay. Da sollte man sich den Film angucken, der zum Beispiel viel mit der Gründung von Agro Berlin zu tun hat, was man gar nicht weiß. Das sind alles Leute, die im Hintergrund krass gearbeitet haben, wahnsinnige Persönlichkeiten gewesen sind, die man aber nicht weiß. Wo ich Agro Berlin sage, fällt mir auch ein, dass Speiche zum Beispiel, einer der Agro Berlin Mitbegründer,
auch in dem Film ist, auch einen super geilen Beitrag dazu geleistet hat. Steiger, Markus Steiger, klar. Mit mega geilen Aussagen auch in dem Film dabei. Also eine super gemischte Runde. Gemischt, genau. Und auf jeden Fall alles so zufällig. Ne? Also eine Tür hat die nächste geöffnet. Ich habe Speiche gefragt, ey, kannst du den Steiger bitte kontaktieren? Über Chef Cat lief Materia. Chelo und Abdi lief über einen Schenol, der auch in meinem Film ist. Der macht diese 1. Mai-Bühne in Kreuzberg. Auch so ein altes Haus von den 36ers und so. Und die Mischung, also wenn ich jetzt noch mal was machen würde, passt. Genau dieselben. Würde ich auch sagen. Also die ganze Doku zu sehen am 12. April. 13. April, jetzt hast du mich auch durcheinander gemacht. Achso, pardon, ja, Dodo, 13. April. Bist du wegen meinem Geburtstag durcheinander gekommen? 12. April? Nein. Nee. Du hast im März Geburtstag. Brauch mich gerade schon. Also 13. April. ARD Festival. Yes. Richtig? 21 Uhr. Gut. Da könnt ihr euch nämlich die ganze Doku anschauen. Und ich bevor wir kurz in die Werbung gehen, ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Ich habe überlegt, wären wir nicht diskriminiert worden, ja, sagen wir mal, die erste Generation nicht so, aber die zweite Generation, die der Hip-Hop-Kultur ja sehr verfallen war am Ende. Ich war echt so, hätten die uns nicht diskriminiert, würden wir heute Helene Fischer-Fans sein? Ich habe Gänsehaut. Die Auflösung. Das war das Beste, was ich... Die Auflösung kommt nach der Werbung, wollte ich sagen. Bitte schön, Werbung. Wir haben gerade mit Mirza überlegt, ob es von Atemlos eine Arabesque-Version geben sollte. Wäre doch geil. Super. Atemlos. Uff. Atemlos durch die Nacht. Wäre doch geil. Nee, wenn das nicht Platz 1 ist in den Charts. Also wenn Hande hier... Ne? Wenn es Hande macht, dann ist es garantiert Platz 1. Sardar Orta liefert ihr Beat, Hande NR singt, alles gut, läuft bei denen. So, Quiz, liebe Freunde, liebe Gäste und mein lieber Mirza, 4 Buchstaben für dich, A, B, C und D. 10 Fragen. Zu jeder Frage gibt es eine richtige Antwort und 3 falsche Hinweise. Und der verliert, muss dann am Ende der Sendung was machen. Ah, so beutet ihr eure Gäste aus? Immer. Natürlich. Ja, gut. Hast du 1.000 Euro Cash dabei? Der Verlierer, habe ich gehört, muss heute 1.000 auf den Tisch packen. Ach, deswegen Kreditkartennummer habt ihr vorher genommen, ja. Diese Absicherung. Sicher, sicher, falls denke, mir wegläuft oder so. Du hast dich voll verändert, bin, ja? Ja. 2011 war es nicht so. Nee. Die haben mich ausgegrenzt, mich diskriminiert. Und dann, wenn ihr Böle habt, dann Böle deelt. Ja, dann lass Interview machen. Ja, hat die. Ja, komm. Nee. Erste Frage. Ach so. Machen wir. Frage Nummer 1. Die lautet... Welche Länder grenzen an Spanien, Österreich und die Schweiz, Norwegen und Finnland, Marokko und Ägypten, Portugal und Frankreich? Ich überlege, ob ich einfach direkt B sagen soll, damit ich so ganz bewusst so den Dummen spiele. Weil ich habe Angst einfach, dass ich jetzt was Falsches sage. Okay, welche Länder grenzen an Spanien? Hä? Okay. Ja, okay, das ist... Ja komm, das weißt du. Ja. Weißt du? Ja, nee. D. Doppel-D. Doppel-D. Doppel-D ist richtig. Portugal und Frankreich. Nächste Frage. Um was kreist die internationale Raumstation ISS? Um den Mond, um die Sonne, um die Erde, um den Jupiter. Atemlos, Leila, atemlos. Durch die Nacht. Kann ich zu Hause anrufen? Was sagst du, echt Mond? Ich hätte Erde gesagt. Ja, das ist doch alles Fake. Beweis es doch. Hey, ich liebe solche Leute wie dich. Ist alles Fake. Auf dem Mond waren die auch nicht, ne? Sag nächste mal. Frage. Ich sag gar nichts mehr dazu. Irgendwann führen die mich noch ab hier im Knast oder so. Wo befindet sich die wunderschöne Festung Alhambra? Auf einer Insel von San Francisco? Auf dem Berg Monte Cristo? Auf einer der 7 Hügel Roms in Spanien über der Stadt Granada. Alhambra. Klingt irgendwie nach das hier. Aber ich weiß es nicht, weil die auch da nicht. 2-1 für mich, by the way. Ich ziehe einfach mal eine Karte. Ich sage auch A. Ich auch, ja, ich auch. Müsste sein, oder? Ja, fast. Ist nicht weit entfernt, oder? Granada von San Francisco? So relativ um die Ecke. Gewinnst du das? Gewinnst du oft? Nee, ich habe die letzten 3 Wochen verloren. Ja? Ja. Hätte ich das gewusst, wäre nicht gekommen. Ne?
Echt jetzt? Finde ich geil. Deshalb sage ich den Leuten ja auch nie vorher. Nie. Keiner wird vorher per Mail gebrieft, ob es... Aber vielleicht hätte ich mir mal die neuen Sendungen angucken sollen. So sieht's aus, sage ich auch mal. Angucken. Wer schaut, ja, weil das Ding ist, du kommst hier hin, wirst eingeladen, weil du was Schlaues gemacht hast und dann sind hier so Allgemeinfragen, dann bist du so Volldepp, so hält so die A so hoch und alles ist falsch. Aber ist okay, ich habe sowieso nicht gesagt, dass ich super intelligent bin. 2-1, weiter. Er sucht sich nach hier Ausreden hier. Wo befindet sich das größte Atommüll-Zwischenlager in Deutschland? A. In Grafenrheinfeld? B. In Biblis? C. In Gorleben? D. In Castrop-Rauxel? Ich glaube, das müsste das hier sein. Kennst du Castrop? Ja, kenne ich. Liegt es da? Ja, bei uns in der Nähe. Ah, nee, aber liegt das Müllberg da? Ich glaube nicht. Nö. Was sagst du? Du sagst A, ich sag B. C in Gorleben. Wir sind ja beide doof, liebe Zuschauer. 2-1, immer noch. Noch für euch. Noch wie viele aber. Fragen noch? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die 5. Frage, müsste es sein. Ne? Welche Sportart betreiben die Mannschaften, die sich im US-amerikanischen Finale Super Bowl gegenüberstehen? A. Baseball. B. Eishockey. C. American Football. D. Basketball. E. Ballett. Nein. Okay, da kommt, das wissen wir ja. Also ich guck's gerne. Also wäre ich Gastgeber, würde ich jetzt so um meinen Gast nicht... Mario. Okay. Hallo. Cool. Hier nicht. Weißt du, was krass war? Manchmal unterschätze ich so die Gäste. Tut man ja. Sollte man aber nie tun. Und dann hat, ich weiß noch, wie mich... der Fußballspieler, der Tolga Erster, hat mich 8-1 nach Hause geschickt. 8-1. Wahnsinn. Der hat mich so weggemöbelt. Aber hast du, wenn du so Wer wird Millionär guckst, hast du nicht auch das Gefühl, dass du da mit 100 Euro rausgehst? Nee. Nicht? Ich gehe jedes Mal mit 1 Million nach Hause. Ich denke mir so 150 Euro und dann kaufst du dir eine Hose und da hat sich alles gelohnt. So. Also ich, wie steht's denn? Immer noch ein Punkt Vorsprung für mich, ne? Weiter geht's. 3-2. Lenk nicht ab. Ja, 3-2. Welches Vitamin kann im Körper nur mithilfe von Sonnenlicht gebildet werden? Vitamin K, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A. Das müsste eigentlich der Kollege hier sein, glaube ich, oder? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt! Da merkt man, dass du nicht oft genug auf der Sonnenbank bist, wieder. Oder man merkt, dass du immer da bist. Ich lese mir die Broschüre einfach durch. Ach, du liest immer diese Apotheken-Rumschau. Ah, es gibt ja so Sonnenstudios, wo die dich so voll penetrant alles dir erzählen. So. Und fast mit auf die Bank kommen, das ist eine andere Sache. Männer oder Frauen? Willst du gar nicht wissen. Also, okay, passt da überhaupt 2 rein? Ja, also sogar 3. Ne? Okay, nächste Frage. Ist unentschieden. Wie nennt man die Bewerbungsunterlage, mit der sich Models bei Agenturen präsentieren? Ey, das ist eine richtige Frage für einen. Ja, aber guck mal, da ist eine miese Sache. Z-Card, Z-Card, Z-Art, Red Card. Na, okay. Hast du? Ja, nee. Ja, ja, aber man hätte ja auch... Wenn das falsch wäre. Was denn? Man hätte ja auch auf... Ja, siehst du? Siehst du, genau, das habe ich befürchtet. Z-Card mit D? Diggi, tut mir leid, wir sind aber beide doof, ne? Ja, also... Aber ich dachte, du weißt sowas. Ja, es fühlt sich irgendwie an wie Setcard mit T. Aber das ist gar nicht mein Bereich, ich habe nichts mit Fashion zu tun. Ja, ja, Ausreden, weiter. Ich kenne auch keine Models, ich weiß auch gar nicht, worum es da geht. Unentschieden, ja, ja. Bla, bla, bla. Okay, nächste. Welches Recht erhält man in Deutschland nicht mit der Volljährigkeit, dem vollendeten 18. Lebensjahr? Waffenscheinerwerb, passives Wahlrecht zum Deutschen Bundestag... Wählbarkeit als Schöffe, volle Geschäftsfähigkeit. Ich würde ja zu dem hier tendieren. So, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen Gas geben. Du sagst A, ich sag C, ich weiß es nicht. Pow! Ein Punkt Vorsprung, 2 Fragen noch, mein Freund. Ja? Ja. Okay. 9 und 10. Wem wird das Bundesverdienstkreuz bei Amtsantritt verliehen? Bundeskanzler, Bundestagspräsidenten, Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Bundespräsidenten. Bundesverdienstkreuz. Bundesverdienstkreuz.
Zwei würde ich ausschließen. Boah. Da er sich das Ding nicht selber geben kann, würde ich sagen, ich tendiere zwischen den beiden, aber ich bin unsicher. Ich nehme den. Was sagst du? Ich sag... Du sagst D, ich sag B. Aber er verleiht doch den Bundesverdienstkreuz. Verleiht er sich den selber oder was? Weißt du, was dein Fehler ist? Was? Du musst manchmal dem Zufall einfach ein bisschen eine Gelegenheit geben. Unentschieden, letzte Frage, ne? Wie viel steht's? Unentschieden, also 3-3 oder 4-4. Okay. Wer war im Lateinischen ursprünglich mit dem Wort Genie gemeint? Die Frau, das Kind, der Mann, der Sklave. Ich will keinen Ärger, ich mache einfach A. Da hat man super viel Stress. Ich würde den hier nehmen. Der Mann. Ja, ist klar. Wir haben unentschieden, wir brauchen jetzt eine Schätzfrage. Habt ihr eine Schätzfrage? Hier in der Regie? Nein. Wir können jetzt zum nächsten Clip abgeben und danach kommen wir zurück und ihr müsst eine Schätzfrage stellen, weil Schätzfrage, jetzt könnt ihr schnell mal googeln. So, der nächste Clip des Abends, in der Zeit googeln die mal nach einer Schätzfrage. Bis gleich. So, das war ein Minisong und jetzt kommt die Schätzfrage, weil unentschieden zwischen uns beiden. Deshalb habe ich hier einen Stift, damit es dann nicht heißt hier, Schätzfrage kommt jetzt aufs Ohr, ich flüstere es dir und dann schauen wir mal. Wie viele Stunden Videomaterial werden bei YouTube weltweit hochgeladen? Pro Minute. Wie viele Stunden pro Minute werden hochgeladen? Okay. Hier, kannst du es gerne auf die Karte schreiben, auf die Seite. Ich habe nur einen Stift, aber... Lass es doch mündlich. Ja, okay. Wie viele Stunden Videomaterial? Ich habe eine Zahl. Stunden pro Minute. Okay, soll ich sagen? Wollen wir zur gleichen Zeit sagen? Nö. Sicher? Ja. Nicht, dass es dann heißt, hier abgucken oder so. Ist ja eh geschätzt alles. Okay. Ich sage einfach 100.000. Nee. Ich sag's einfach. Achso, ich sage 100. Okay. Was ist die Antwort? 48. Stunden. Ja, pro Minute. Ich bedanke mich für... Salladinja! Salladinja! Okay, mal gucken, was du machen musst. Lieber Mirza, lieber Bedo, kann der Verlierer einmal zur Kamera winken? Heute möchten wir die körperliche Belastbarkeit des Verlierers... Ach, warte mal. Kann der Verlierer einmal zur Kamera winken? Wink mal in die Kamera, das ist deine Kamera. Oder hier, da, wo, hier, jetzt in die zwei. So, sehr gut. Heute möchten wir die körperliche Belastbarkeit des Verlierers messen. Ihr wollt wissen, wodurch? Hier ist die Antwort, 30 Kniebeugen. So, 30 Kniebeugen. Kriegen wir das hin vor die Kamera? Komm, gell? Ja, was? Komm. Warte, aber wenn wir aufstehen, seht ihr uns nicht mehr. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt sind wir aus dem Bild raus. Ja, das war jetzt kompliziert. So, sollen wir es jetzt einfach machen, oder wie? Du auch? Ja, weil, aber nur die Kamera, guck mal, die Kamera 2 hat uns. Okay. Nur 30, mach 30 Kniebeugen. Sind die hier, ja? Ja, sind die hier, genau. Eins, mach mal. Weiter, zwei, tiefer, Hadi. Wie tiefer? Ja, Hadi. Das ist schon tief genug. Drei. Drei. Vier, du weißt, dass ich nie wieder komme, ne? Ja, ich weiß. Das ist das weiter, fünf. Ja, mach weiter. Sechs. Ich kam hier hin, als sieben. Ein Typ, der einen Film gemacht hat. Naja, und du gehst als der die Kniebeugen gemacht hat. Das sind jetzt 20 oder so. Ja, das sind 8, weiter, 9, 10. Hatte ich dir gesagt, dass ich auf Toilette muss? Ja, musst du auch gleich, kannst auch gleich gehen. Ja, er ist immer fit dabei. Also, liebe Freunde, während er seine Kniebeugen machen muss, er hat ja verloren, vielleicht kurzer Hinweis noch einmal. Am 13. April könnt ihr euch die tolle Doku sehen, euch angucken. Leidenschaft von Mirza Odabaşı. 29. Hatte, geil. Yazıksana, geil, yazıksana. Geil, yazıksana. Mirza Odabaşı, liebe Freunde, am 13. April seine Doku. ARD Festival, 21 Uhr, Leidenschaft. Ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Läuft bei dir. Siehst sogar beim Kniebeuge machen sehr gut aus. Ich danke dir. Muss ich dir sagen. Vielen Dank. Ich freue mich immer wieder, dass du da bist. Ich danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Was kommt? Was ist das nächste Projekt? Letzte Info. Du bist voll aus der Puste. 2 Jahre Hip-Hop. Ich weiß. Ich will einen Spielfilm machen. Ach so. Spielfilm? Ja. Über? Kniebeugen. Geil. Demnächst die Doku. Spielfilm in der Hauptrolle. The Rock mit Sylvester Stallone und Dolph Lundgren.
die linke und die rechte Kniebeuge des Teufels. Oder so. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Mirza Odabaşı. Tschüss.